Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Part. Bevor der Part wirklich losgeht, will ich mich bei euch entschuldigen. Der Part, den ich hier gerade hochgeladen habe, beziehungsweise den ihr seht, sollte eigentlich der fünfte und nicht der vierte Part werden. Warum dies so ist, erkläre ich auch sofort. Durch einen Fehler beim Runterladen, beziehungsweise beim Verarbeiten, ist die Rohdatei zum vierten Stream irgendwie kaputt gegangen. Ich kann sie nicht wiederherstellen. Ich habe keinen Zugriff auf das Videomaterial. Es tut mir unendlich leid. Ich kann diesen Part leider nicht wiederherstellen. Es tut mir unendlich leid. Ich würde gern, aber es geht einfach nicht. Ich werde mal kurz aufklären, was ungefähr passiert ist. Zumindest das Wichtigste. Also zuallererst, ich bin in die Wüste gegangen. Dort habe ich mich ein bisschen durchgekämpft. Dann bin ich nach kurzer Zeit den alten weißen Kai begegnet. Der hat mich aufgeklärt, dass hier so eine Lampe verloren hat mit einem Lampengeist drin. Den habe ich den alternativen Yannick zugeteilt. Der heißt Akadari hier. Dann habe ich Sunny endlich getroffen. Also meinen ersten Kameraden, den ich in der Wüste kriege. Habe ich Sunny genommen und der ist so ein kleiner Teufel. Dann, nach einer kurzen Weile, habe ich auch direkt meinen zweiten Kameraden getroffen. Das war dann der Exo. Den habe ich zum Priester gemacht. Und wir sind dann den guten alten Schmirke über den Weg gelaufen. Der hat die Lampe gefunden und hat Akadari befreit. Der hat sich dann in der nächsten Stadt zu schaffen gemacht und von einem Wüstenpromi Geld geklaut. Da haben wir uns dann auf den Weg gemacht, dem hinterher zu jagen. Und dann habe ich endlich mal das vierte Partymitglied für diese Session hier, also für dieses Gebiet bekommen. Nämlich den guten alten Paddel. Der ist dann ein Forscher geworden. Und das ist eigentlich auch das Gröbste. Es tut mir, wie gesagt, leid, dass ich die vierte Folge jetzt nicht wirklich hochladen kann. Aber wenn die Datei kaputt ist und ich sie einfach nicht wiederherstellen kann, beim besten Willen nicht. Ich habe mich da schon an allem versucht, dann kann ich da leider nichts dran ändern und wir müssen jetzt leider damit leben. Es tut mir wirklich leid, dass dieser eine Part jetzt fehlt, aber ich kann es wie gesagt nicht ändern. Ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß mit dem heutigen Part. Ja, und damit herzlich willkommen, ne, zum heutigen Miitopia-Stream. Ja, kurzer Aufklärung, was beim letzten Mal passiert ist. Wir waren in der Stadt. Der Flaschengeist Akadari hat sich aus seiner Flasche befreit, dank Prinz Schmirko, der Prinzessin Schwend zurückhaben wollte. Und ich habe alle mal ein bisschen angepasst, dass die ein bisschen cooler aussehen. Und ich habe Oskin übrigens jeden Tag einmal eingeloggt, einfach nur um die Scheinchen zu kassieren. Also, ich habe sie so angepasst, wie ich sie optisch am schönsten finde. Nur Sunny hat mich noch angemeckert, also, dass ich seine Ausrüstungsfarbe falsch immer gemacht habe. Er wollte rot haben. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich hoffe, er ist noch im Chat. Dann kann er mich korrigieren. Aber bei dem Outfit, was ich gemacht habe gerade, war seine Farbe eh nicht vorhanden. So, und jetzt verschwinde ich hier aus dem Bild. Ich winke, ich komme zum Ende des Streams nochmal zurück, der liebe Avatar von Shining, weil in diesem Spiel ist er irgendwie fehl am Platz. Ja, ihr seht ja, wie viele Scheine ich kassiert habe, offscreen. Ich habe 12 Ausflugsscheine und 8 Spielscheine, das heißt, ich kann wieder zocken. Ja, das Wichtigste ist schon mal abgehakt. So, ich weiß selber nicht, was ich alles an Ausflugstickets bekommen habe, aber paar der Sachen, die passieren, werden wir wahrscheinlich schon kennen. Wir haben ein paar Pferdeausflüge. Die kennen wir 100 pro nicht. Wir haben auch einen botanischen Garten und dreimal den Park. Machen wir doch erstmal die Sachen, die wir eh schon kennen. Wer braucht denn alles Freundschaft? Sunny und ich müssten eigentlich uns auf mindestens 10 einfach instant boosten, ne? Weil wir sind eigentlich gefühlt beste Freunde. Das muss sein. So, wer braucht denn eigentlich am dringendsten das Pferd? Sunny. Sunny darf beide Pferdeausflüge haben. Ja, ein Ausflug mit Epona. Bin schon gespannt.
Oh, die angeln zusammen. Und eine Karotte für Epona. Warum war da eine Karotte? Ja, das war ihm ja auch. Wo kommt denn die Karotte her? Und schwupps, weg ist sie. Ja, Sunny, was hast du denn gedacht? Natürlich ist Epona sofort weg. Oh, wir haben eine Pleuenwurzel dafür bekommen. So, jetzt kriegst du auch noch den zweiten Pferdeausflug. Wenn du was am dringendsten brauchst. Und wieder am Angeln. Komm, fall rein, bitte. Oh, Epona zieht ihn. Das war auch interessant. Ein Epidenbonbon. Okay, mir wurde gerade nochmal geschrieben, bevorzugt schwarz, ansonsten rot. Hey, Sunny. Epona hat verhindert, dass du ins Wasser fällst. So, wir beide im Botanischer Garten, habe ich gehört. Ich will unsere Freundschaft einfach auf 10 boosten, weil das dann einfach der Realität auch entsprechen würde. Und du hast dem Pferdchen einmal eine Karotte aus dem Wasser gefischt. Miau. Im Botanischen Garten waren wir bisher auch sehr selten, ne? Ah, was für ein herrlicher Duft. In der Tat. Welche Blume das wohl ist? Sehr gute Frage. Diese hier. Bist du dir sicher, Sunny? Ich überlege gerade, welcher es sein könnte. Aber mir kommt das Muster nicht bekannt vor. Unsere Freundschaft ist mehr wie 10. Ja, hast recht, Sunny. Krankenbesuch. Jetzt können wir uns besuchen, wenn wir krank sind. Das machen wir tatsächlich jedes Mal. Also wenn wir ernsthaft krank sind und im Krankenhaus liegen. Meine ich jetzt nicht, wenn ich einen Schnupfen habe, dass Sunny dann auf einmal so im Bett ist. Bitte überlebt diesen Scheiß. Das natürlich nicht. Ich weiß, es sieht voll egoistisch aus, dass ich jetzt nur mit Sunny hier irgendwie Spaß habe, ne? Aber das hat dann auch das Positive. Ich will halt im anfangs erstmal alle auf 10 haben. Dann kann ich Sunny mit irgendwem anders in dein Zimmer tun. Damit sich da die Freundschaften steigern. Shining? Ja. Ich, was gestehst du mir? Unser Ausflug macht echt Spaß. Ja! Schön, dass du es auch so siehst, Sunny. Oh, direkt 2 Freundschaftsstufen. Nice. Jetzt können wir uns gegenseitig rächen. Und ein Golem-Steak. So. Und jetzt gehen wir beide nochmal in den Park. Wenn wir dann Stufe 10 sind, dann dürfen sich andere auch mal anfreunden. Wir sind auf dem richtigen Weg und Sunny findet das langweilig. Sunny, was machst du da? Keine gute Idee. Lass mich halt. Bitte fall rein. Ich sag's jedes Mal irgendwie, aber ich will es einfach mal sehen. Wie irgendwie ins Wasser fällt. Wieso mache ich jetzt mit? Das muss ich nicht verstehen, ne? Warum ich jetzt auf einmal mitgemacht habe. Ich und Sunny sind halt die besten Freunde. Das muss halt sein. So, jetzt dürfen die anderen beiden. Ich habe die ins Café geschickt. Hm, wie wär's damit? Und damit? Und dann noch? Und das? Und das? Ich habe hinter einen riesen Kühldampf. Kann ich nur zu gut verstehen. Da haben sich 2 gefunden. Auch wenn Forscher und Priester doch eigentlich nie so wirklich zusammenpassen. Irgendwie kotzen die sich immer gegenseitig an. Und wieder beide am Angeln. Du musst locker bleiben, entspann dich. Entspannen. Ihr seht sehr entspannt aus. Und eingedöst. 2 Freundschaftsstufen.
lass jetzt extra die beiden die ganze Zeit hier auch jetzt in den Urlaub fahren, ne? Hey, lass mich doch auch mal rudern. Also gut, rudern wir zusammen. Bitte in verschiedene Richtungen. Das klappt irgendwie überhaupt nicht. Einer hat Spaß, der andere nicht. Ja, so mag ich das. Wir haben gleich richtig viel zum Verfüttern. Ey, komm, der Kinobesuch ist aber für uns. Das Kino gönnen wir beide uns, Sunny, ne? Bitte ein Horrorfilm. Weh, das ist jetzt nur Romanze. Was gucken wir da? Dass ich direkt von Anfang an knatsche. Alles in Ordnung, Shining? Das ist alles so ergreifend. Könnte ich aber auch im Kino sein, ne, Sunny? Also bei dem einen oder anderen Film? Also, ich versuche mich ja da immer sehr reinzuversetzen. Das ist doch bloß die Werbung. Vor allem das Gesicht, das du ziehst. Wieso knatsche ich wegen der Werbung? Jetzt habe ich alle Ausflugstickets verballert, die ich bekommen habe. Offscreen. Und jetzt darf ich Zeug verfüttern. Golem Steak. Mag ich das? Ich bin gerade in Angriffsklasse. Ich bin hochzufrieden. Schleimgelee. Unser Forscher. Hochzufrieden. Teufelstörtchen hebe ich mir mal für das teuflische Etwas auf, ne? Und natürlich magst du das Superfood. So, alle sind satt. Ich guck noch einmal in die Spielhalle. Und nochmal zwei Ausflugstickets. Was für welche sind das denn? Kaffee und Kino. Sunny, nochmal Kino, ja! Das war so nicht geplant. Doch. Ich glaube, Yannick mochte die nicht. Der Yannick ist aber auch einer, der mag irgendwie alles nicht. Ein Be Kinobesuch, oder? Popcorn! Magst du nicht mehr Nachos, Sunny? Oder habe ich da was falsch im Kopf? Nee, lass mal. Verrat's mir nicht. Sunny nur am Futtern. Und ich genieße den Film. Ja, ich lag richtig. Sunny ist mehr der Nacho-Typ. Oh ja, ich liebe Popcorn. Weißt du, ich hab's nicht einmal angehört, weil Sunny ist leer. So, dann habt ihr noch einen letzten Kaffeebesuch hier beide. Oh, ich habe den Avatar aus Versehen wieder angemacht. Entschuldigung, habe ich gar nicht bemerkt. Oder habe ich den gar nicht jetzt ausgemacht? Koboldsuppe? Von Kobolden gemacht oder etwa aus Kobolden? Keine Ahnung, ist aber ziemlich cremig im Abgang. Warte, möchtest du auch ein Schlückchen? Okay. Ob Kobolde als Suppe schmecken? Offenbar nicht. Das schmeckt nur unserem Priester. Wann habe ich den Avatar aus Versehen wieder angemacht? Ich habe eine schlechte Beziehung zu Exo. Sunny könnte eine Beziehung mit dem Pferd gebrauchen. Dann machen wir es so. So, auf geht's. Ich habe noch 100.000 Elenden zu machen. Ich habe übrigens auch die Waffen wieder angepasst, ne? Ich habe Padde seinen coolen Ketchup wieder in die Hand gedrückt und ich muss hier ein paar Wege laufen. Los geht's! Attacke! So, Sunny, wir sollten uns jetzt eigentlich immer unterstützen, ne? Weil wir die Ultra-Freundschaft haben. Wie, hier kommt jetzt noch eine Weggabelung. Und Gegner! Was haben wir? Oh, ganz viele Fossile. Aber ich schnaube sie einfach weg! Zack! Das hat sogar wirklich funktioniert. Und direkt der nächste, der aufs Pferd steigt.
Ein Kinderspiel. Ja, mittlerweile wirklich. Ich muss auf jeden Fall nochmal laufen. Warum? Der ganze Stream wird in dieser Pyramide... Ach, das ist ja keine Pyramide, sondern eine Höhle. Nur in dieser Höhle stattfinden und wieder Spielscheine. Oh, Eidechsenfossile. Da wetze ich erstmal meine Krallen. Exo-Haut drauf. Oh, neue Technik. Diese Formel. Wie schmeckt euch das? Oh, lecker, die kriegen grünes Ketchup. Wollte ich auch mal haben, aber irgendwie kam es nie dazu. Glyphentoast. Der Plan hat funktioniert. Welcher Plan? Ich habe den Plan verpennt. Oh, du liest ihn ein Buch vor. An den Zähnen eines Pferdes kann man sein Alter ablesen. Ach, tatsächlich wieder was gelernt. Wie alt Epona wohl ist? 5 Jahre. Ich weiß schon, was passiert, wenn man das Pferd auf 10 hat. Trotzdem danke. Ich hatte Dave nämlich auf 11 mit dem Pferd. Deswegen weiß ich das schon. Weil das Pferd, das wollte irgendwie fast jedes Mal mit Dave was zu tun haben. Zur Schlafenszeit sollten wir schön leise sein. Ich schnarche ganz bestimmt nicht. Witzige Geräusche in der Nacht sollten wir ignorieren. Moment, was? Wenn uns jemand nachts ins Ohr flüstert, dann sollten wir auf keinen Fall nachsehen, wer es ist. Oh Gott, Exos will Sunny vergewaltigen. Kann ich mit irgendwem das Zimmer tauschen? Oh Gott, unser Priester will sich an dem Dämon vergehen. Oder will ihn exorzieren. Tja, Sunny, war schön, dich gekannt zu haben. Der Topflappen ist diesmal eine größere Chance, aber ich kriege höchstwahrscheinlich die AP-Banane. Nee, Topflappen. Wer kriegt ich den jetzt? Ach so, ich. Na gut, hätte ich mir auch denken können. Ausrüsten. Ja, ich bin bereit zum Kochen. Meine armen Beine. Ich bin halt nur eine Katze. Und wieder ein Spielschein. Oh ja, Exos haut man mit Feuerkraft drauf. Ja, die fiese Form ist echt super. Bett fürs Striegeln. Huch, wo ist die Bürste? Da unten. Ja! Ah, ich will eine neue Kleidung. Ich will einen getigerten Catsuit. Ich werde zum Tiger. Fürchtet mich. Ich bin der blaue Tiger. So, und unser Teufelchen... Oh, was ist denn das für ein geiles Kostüm? Haben will. Ja, ein Ziegenkostüm. Jetzt sieht er aus wie ein richtiger Teufel. Du kriegst rot. Schwarz war nicht da. Miau. 2 Level-Ups gehabt. Und Cobra-Nuggets. Du hast ein neues Outfit, oder? Das steht hier echt gut. Yep. Warum bin ich wirklich bei sowas immer so überheblich? Muss man nicht verstehen. Man muss nur sehen, dass Pade vom Pferd fällt. Das war ja einfach. Level Up für Sunny. Und für Exos. Und wieder ein Glyphentoast. Und ich hab's geschafft. Ich hab diese Ebene abgeschlossen. 550 Leute. 120 HP. Bessere Ruhezone. Ja, nächstes Mal 600. Bis dann. Oh. Sunny kuschelt mit dem Pferdchen. Aufwachen. Oh, dem Pferd hat die Karotte nicht geschmeckt. Was hast du denn damit gemacht, Herr Professor? Alle wollen mal was haben. Er möchte einen schicken Kittel, der Pade.
Er wird jetzt hier zum Agenten. Geheimagent Padde im Einsatz. Ein goldener Stab für Exos. Der sieht richtig cool aus. Bevor ich hier weitermache, will ich aber erstmal kurz in die Spielhalle gucken. Lumpen-Catsuit. Ich weiß, es ist der Scheiß-Catsuit, aber ich will ihn trotzdem haben. Halt, damit er weg ist. Also eine Frage, wie viel ist er eigentlich wert, wenn ich ihn verkaufe? Verstauen. Wir nutzen den nicht. Mich interessiert einfach, wie viel der wert ist, wenn man ihn verkauft. So, wie viel bringst du ein? 50G, okay, damit wäre die Frage geklärt. Ich wollte nur mal wissen, wie viel so ein Lumpen-Kack kostet. Okay, Sunny. Du hast jetzt so ein cooles Outfit bekommen, da willst du das? Okay, Sunny. Ist gegönnt. Ich sag mal nichts dazu. So, ich hätte gerne Wolfpfoten. Und Exos will halt immer noch den goldenen Stab. Wir kaufen mir erstmal die Wolfpfoten, weil ich es dringender nötig habe. Ich muss Schaden machen. Wolfpfoten wurden gekauft. Sogar in Blau. Das finde ich immer so schön, dass sie sich der Ausrüstungsfarbe anpassen, die die Kleidung haben. Finde ich immer nice. Ich brauche ein bisschen Geld. Schnick, schnack, schnuck. Komm, wir müssen nur einmal gewinnen. Papier! Exos. So, ich riskiere es gar nicht erst weiter. Nein, danke. Ich will nur die 500G für den Stab. Dein goldener Stab sei dir gegönnt. Unser heiliger Priester. Ich finde es übrigens interessant, dass der Priester bisher keinen magischen Angriff hat, ne? Also beim Priester ist ja klar, dass er mit Magie zu tun hat. Obwohl sein Magiewerk könnte sich auch auf seine Heilung beziehen, ne? Geht ja auch. Exos hat Durst. Oh! Eine Flasche! Was für ein Glück! Energisch! Ich durfte nicht mal aussuchen, ob er sie trinkt. Okay, das war unglaublich erfrischend. Ich durfte nicht aussuchen, ob er sie trinkt. Und da fällt der Sunny nochmal runter. Oh, das Krebsfossil. Das hält was aus. Ich schwätze mal kurz meine Krallen. So, ihr haut alle drauf. Er nutzt den frechen Piekser, der Sunny. Es kriegt so, sie haut drauf, was es kann. Pärchen ist bereit, aber ich setze meinen Tatzenhieb ein und hau voll Lutsche drauf. Wow! 74! Mann, bin ich strong. Das auf Level 8. So viel habe ich, glaube ich, beim Magier im Endstatus gemacht. Na gut, ich habe mir auch vorher die Krallen gewetzt und dadurch meinen Angriff nochmal gestiegert, wollte ich gerade sagen. Oh, der Schädelpiekser sieht auch nice aus, aber ich kann ihn dir nicht kaufen. Oh, Mann, wie Nuckelflächen. Wo brauchst du denn Nuckelflächen? Bitte sag, dass ich den gewinnen kann. Ein Duotunk kann ich gewinnen. Der gibt doch, glaube ich, richtig viel Geld, oder? Der letzte hat doch schon fast 1000 gekostet. Wir geben den ersten jetzt mal Padde. Geben ihn das helle Blau. 730. Ah, okay. War weniger, als ich dachte. Na gut, dann sind wir wenigstens fair. Padde hat was bekommen. Und kriegt direkt noch sein Nuckelflächchen. Tut mir leid, Sunny. Aber das Nuckelflächchen, das ist einfach wichtiger. Ja, brauchst du dein Nuckelflächchen? Ne, Padde? Ohne dein Flächchen kommst du nicht aus. Ich finde das Design hier richtig toll.
Ich könnte nochmal spielen und dann könnte ich auch Sunny seinen Schädelpiekser hier gönnen, aber ich will lieber das aufsparen. Und gönne mir jetzt mal das Glyphentoast. Ich will nur mal kurz anmerken, Metopia ist bisher richtig ätzend zu schneiden, ne? Weil ich da durch jedes einzelne Segment gehe und alles Bekannte halt rausschneide, ne? Deswegen, für die auf YouTube, deswegen dauert es immer so lange, bis da ein Part kommt. Weil ich halt einfach nicht wirklich Bock habe, mich da so 2, 3 Stunden durchzuquälen. Also klar, ich habe am Miitopia Spaß, aber Miitopia zu schneiden ist schrecklich. Ja, hier hat einer gepupst, Sunny. Oh, 3 Drachenfrüchte. Habe ich einmal probiert, mir hat die überhaupt nicht geschmeckt. Was möchtest du dem Pferd geben? Den Apfel. Das hat vorzüglich geschmeckt. Level 11. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Bin gleich wieder da. Um Gottes Willen! Screenshot. Na, was meinst du? Mann, da geht ich kaum wieder. Das schicke ich dem Exo. der Sunny will immer noch seinen Schädelpiekser und ich will einen Schlafanzug. Oh, Karaoke mal wieder. Der Priester und der Teufel in der Karaoke. Das muss doch himmlische Lieder geben. Wo soll es nochmal hingehen? Hätte direkt vergessen. Oh, der Priester legt eine richtig geile Nummer aufs Parkett. Immer wenn ich tanze. Immer wenn ich kämpfe. Ich singe immer. Das nenne ich Hingabe. Also manche von den Events sind richtig geil, ne? Lalala. Ey, meine Stimme, voll peinlich. Wie wär's mit einem Duett? Oh nein, lass Zani nicht singen, der trifft keinen Ton. Nein, meine Ohren. Obwohl das gerade eigentlich recht gut klang. Und die sind halt so ein Millimeter vom nächsten Freundschaftslevel, ne? Ihr mobbt mich doch. Sunny, was machst du da? Die zwei scheinen Spaß zu haben. Ach ja. Jetzt bin ich eifersüchtig. Sunny, lass uns doch mal unseren Spaß haben. Also wirklich, da gehen Pad und ich einmal in den Park und Sunny ist direkt böse. Wie mein Schmetterling. Ich habe hier hauptsächlich durchgesprintet. Wenn die Sequenz nochmal vorkommt, lasse ich die bei YouTube drin. Die wollten auf jeden Fall irgendwas von einem Schmetterling naschen. Es tut mir leid. Aber wenigstens einmal Falterhonig für mich. So. Mietschmätzchen. Bei unserem Priester. So, das Problem wird dann auch gelöst. So, hau mit 100 drauf. Und die fiese Formel. Die fiese Formel, die ist echt der Kracher. Gehen wir erst links? Wir gehen erst links. Ab und los. Ein Loch, oder? Ja, ein Loch. Hatte! Hatte ist ein Loch gefallen. Hatte. Oh nein, eine Pfeilrube. Lebst du noch? Mir geht's gut, aua. Jetzt schon mal vor. Okay. Tschüss.
Oh, da hatte ich vorübergehend verlassen. Warum? Wir sehen uns im Gasthaus. Okay. Das war unser einziger Typ, der einen Gruppenangriff hatte. Jetzt haben wir keine AOE-Angriffe mehr. Und er ist halt auch wirklich weg. Das heißt, er kriegt auch keinen XP, glaube ich. Aber zum Glück kommt ein Einzelgegner. Katzenhieb. Mir wird von einem geholfen. Weg mit dir. Und wir helfen natürlich auch Exos. So ist der Kampf ein Kinderspiel. Eine Kiste mit einem rätselhaften Juwel. Okay. Wir haben ein rätselhaftes Juwel gefunden. Sunny kann kaum die Augen offen halten. Ah, ich weiß schon. Epona ist eingeschlafen. Achso, das war nicht die Szene, wo ich mich reinschleich. So, Exos, komm hier runter. Paddel, geh dahin. Ich finde es schade, ne? Die wollen alle was haben, aber ich kann es nicht leisten. Oh, wieder eine Kiste. Mit 3 Spielscheinen. Ja, ich kann wieder zocken gehen. Guten Abend, Amelia. Hm, so? Oh, da wird wieder einer zum Pferdeflüsterer. Was? Echt jetzt? Oh nein, Pferde hat sie nicht mehr alle. Ich habe selber vorher mit dem Pferd gelabert. Aber schön, dass ich andere dafür verurteile. Und mal kriegen wir erstmal den Pinguinstaller. Der sieht nice aus. Für wen ist der? Für den Priester, oder? Ja, für den Priester. Mein Priester ist zum Pinguin geworden. Nice. So, bitte das Economy-Ticket. Ich brauche Geld. Bratgreifchen. Mann. Sag mir, dass der Pinguinstaller wenigstens was wert ist. 730. Ich kann mir wenigstens einmal was kaufen. So, hier. Du willst ein Mollkostüm. Willst du schon für den Weihnachtsmann arbeiten, Sunny? Ja, das ist ein tolles Wollkostüm, Sunny. Wirklich wunderschön. Vielen Dank. Danke, dass auf dich Verlass ist. Jetzt haben wir nur noch einen Weg und da hinten wartet schon Akadari. Los geht's. Das macht richtig Laune. Nicht schon wieder. Puh, ich bin total erschöpft. Können wir nicht mal eine Pause machen? Nix da. Meine Oma sagt immer, machst du zu oft Ruhe, wirst du bald zur Kuh. Oh Gott, ich höre eine Kuh. Was war das? Siehst du, da geht's schon los. Das weiß ich nicht. Und was ist das überhaupt für ein blödes Sprichwort? Oh. Die Kuh wird aggressiver. Das Kopf wird irgendwo da hinten. Oh Gott, wir werden alle zu Kühen. Was erschreckt uns so? Oh Gott, ein Minotaurus. Ich hatte auch noch recht. Es ist ein Minotaurus. Da wird sich direkt meine Krallen. Los geht's, Paddel, booste ihn. Auch wenn das hier eigentlich gerade gar nichts nützt. So, jetzt setzt was. Zack. Okay, der haut gut rein. Sunny piekst erstmal unseren Priester in den Po, damit er zuhaut. Ich bin fertig. Jetzt gibt's eine auf die Mütze mit dem Tatzenhieb. Pam! Und Padde heilt jemanden. Padde wird geheilt von unserem Priester, wollte ich sagen. Level 9. Ja. Und damit hat sich Exo auch selbst geheilt. So, er will angeben, aber vorher... Eigentlich brauche ich die noch nicht salzen, ne? Nur eben kurz Mana.
Ich esse einfach einen MP-Bonbon, damit es besser wird. Zack. Ja, der Gruppenangriff, den finde ich jetzt nicht so schön. Ja, danke, dass du mich piekst. Ich mache den meisten Schaden. Und er ist vernichtet. Und 25 Bonuserfahrung für mich. Ein Hacksteak haben wir dafür bekommen. Geht jetzt los auf Schnick, Schnack, Schnuck. Hast du nicht gerade eben da komplett versagt? Gasthaus, ja. Jetzt sehen wir von meinen Abenteuern, ja. Und hat das Pferd eingeschläfert. Gute Freunde 2, ich habe auch Satin 2 gelernt. Jetzt kann ich im Duo aufsteigen. So, und Honey und Exos einmal kurz. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich habe neulich etwas über Patte gehört. Er sagte mir, er streamt um 20 Uhr. Aber dann streamt er doch nicht. Was ist das etwa wirklich wahr? Es scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Da kann man mal wieder sehen. Sorry, Patte. Als wäre jemand mal gesagt, oh Gott, wie du da reinguckst. Ich hätte immer noch gerne den Schlafanzug. Nehme ich. Dann kann ich endlich schlafen gehen. In Blau natürlich. Und was will unser Teufel? Sein Wollkostüm. Du würdest es doch eh nicht kaufen. So, Hacksteak. AP und Angriff. Bin hochzufrieden. Nice, endlich mal ein bisschen mehr Power. Ich brauche dringend Geld. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem Tor. Zack. Eine Sackgasse. Aber was ist das für eine Öffnung in der Wand? Oh, da kommt bestimmt dieses Juwel rein, oder? Da passt bestimmt das Juwel hinein. Das Juwel hat gepasst. Ich habe das einfach schon gelöst, bevor ich es hätte wissen müssen, ne? Einfach, weil ich jeden Weg abgegangen bin. So, ab zum Lampengeist. Der hat ja richtig viel Gold, der von Akadari. Haben sie ihr Merch gut verkauft. Was guckst du so? Ich muss einen Namen aufsagen, ne? Gib diese Schätze zurück. Der war gut. Hör mal, mir gehört die ganze Wüste. Jetzt gehören diese Schätze auch mir. Jetzt verzieh dich. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Oh nein, die Lampe. Du kannst gar nicht wissen, wie sie funktioniert. So, sagst du den Bandspruch auf? Oh Gott, ich muss den eingeben. Einen Moment. Akadari! Was? Woher wusstest du das? Akadari! Das klingt jetzt wirklich wie ein Spannspruch. Moment, Moment, langsam! Akadari! Ich gebe alle Schätze zurück, wirklich alle! Bitte, ich flehe dich an! Niemals! Akadari! Verschone mich! Niemals! Aufhören! Ich glaube, ich kann ihn nicht einsperren, oder? Ich versuch's noch einmal. Moment, 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 langsam. Akadari! Ja, das wiederholt sich einfach nur. Okay, du wirst verschont. Und? Ich, es tut mir leid. Gebe den Stadtbewohnern die Schätze zurück. Akadari ist mit den Schätzen zur Stadt aufgebrochen. Ihm nach. Ich habe Akadari bekehrt. Damit habe ich mein Schicksal erfüllt. So, wir könnten uns jetzt noch die Kiste gönnen, ne? Stadt nebenan. Oh,
Und Velma ist noch böse, ne? Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Hier sind all eure Schätze zurück. Velma ist glücklich. Glänzend. Hä? Ich wohne von eben an. Ich habe ein kleines Geschenk für euch. Euer bester Freund ist hoffentlich die Verzweiflung. Oh Gott, jetzt wurden da alle Gesichter wahrscheinlich geklaut, ne? Plapper Opa Labert. Du, da Jungchen, sei so gut und hör einem alten Mann zu. Ich dachte ja, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Oh, jetzt ist der dunkle Fürst hier und macht uns das Leben schwer. Unglaublich. Er hat einfach den Gesicht der Bewohner gestohlen. Gegen ihn ist der Lampengeist noch das kleinere Übel. Ein übler Schurken hat die Welt nie gesehen. Ich hab das, glaube ich, im Titel falsch eingegeben. Einen Moment. So. Ein übler Schurken hat die Welt noch nie gesehen. Was denkt der dunkle Fürst eigentlich, was er sich erlauben kann? Sogar das Gesicht von Miku hat er sich geschnappt. Oh ne, nicht von Hatsune Miku. Sowas tut man doch nicht. Niemand konnte so schön lächeln wie sie. Ist der dunkle Fürst zur Pyramide nördlich von hier geflohen? Bitte bring diesem Schurken mal nebenbei, das tust du doch, oder? Na, Hatsune Miku, wo ist denn dein Gesicht? Dein Gesicht ist in der Pyramide. Oh, die beiden, die mich abgezogen haben. Wegen dem MMP-Bonbon. Ja, habt ihr verdient. Rabatthauns Konto. Ihr seid auch in der Pyramide als Duo-Boss, offenbar. Na, Ben, du hast dein Gesicht offenbar behalten. Absolut unglaublich. Die Schatzsuche ist kein leichtes Unterfangen. Oh, hallo. Forscher Bonben steht zu Diensten, immer zu forschen bereit. Achso, das kennen wir schon. Hörst du mir überhaupt zu? Ich sage, dieser dunkle Fürst verdunkelt meine Stimmung. Ja, das tut er. Aber dir ist es natürlich alles ganz egal, oder? Oh, das ist ein Gesicht von ihm, ist da hinten. Velma und der der Lampengeist haben auch sein Gesicht verloren. Lampengeist Akadari. Ich kriege einen Akadari-Boss. Natürlich ist der in der Pyramide. Und Velma? Da, wo ich gerade eben erst war. Okay. Dann nochmal zurück. Oh. Aber vorher müssten wir zu diesem Quizweg. Noch davor müssten wir zu diesem Jamploing, habe ich gehört. Den lasse ich mir doch nicht durch die Lappen gehen. Auch noch im Trio. Und sie hauen erstmal das Honey auf die Nase. Und der Priester tröstet unseren Teufel. Alter, das Honey kriegt gerade übelst aufs Maul. Nett. Nur nicht aufgeben. Erst Nettaktion. Beschützen. Hatte kassiert den Treffer. Hab vielen Dank. Okay, ich muss auf jeden Fall einen mindestens salzen. Salzen wir mal ihn. Und ihn salze ich 3 Punkte, damit er den nächsten Schlag überlebt. So, ich habe extra nochmal auf den mittleren in der Hoffnung, dass ich das Pulver kriege. Danke. Mit deinem Nuckelflächensaft. Bam. Pade ist eine AP-Banane. Ja, super. Dafür habe ich dich nicht so gelassen, ne? Fanny ist verträumt. Und tanzt mit einem Jamblong B. Exos und ich kriegen es aufs Maul. Alles in Ordnung. Sunny. Freundschaftsstufe. Wir haben Stufe 12 erreicht. Zangangriff haben wir endlich gelernt. Ja. So, jetzt salze ich dich aber. Wenn du dich selber heißt, das bringt nichts.
Ja, der eine Jumploing, der spielt. Und jetzt schnaube ich die weg. So, Exos wird geholfen. Einer ist nochmal weg. Und er wird auch noch gelobt, das ist super. Jetzt helfe ich ihm noch den letzten Jumploing zu verprügeln. Die bekämpft man ja einfach nur wegen dem Food, ne? Ich habe hier den einen Weg noch nicht gemacht. Ich glaube, mittlerweile könnte ich die Greifen besiegen. Na komm, jetzt sollte ich die Greifen noch besiegen können. Ich wetze erstmal meine Krallen. So, Exos kriegt noch mal ein bisschen einen Zunder auf den Stab. Hatte setzt eine fiese Formel ein. Ich muss ihn jetzt erstmal salzen, dass er Mana hat. Weil der verbraucht das echt schnell. Die geben immer noch gut eine auf die Nase. Sunny hat noch angegriffen. Ich hoffe einfach mal, dass sich Padde so noch nicht selber heilt. Und dann setze ich Sunny in seine Ruhezone. Pam. Mann. Ich blicke woanders hin, werde von Padde gewarnt und es hat geholfen. Danke. Exos, bitte einmal den Padde heilen. So, ich bin bereit. Welcher von denen hat mehr auf die Nase bekommen? Der linke. Tschüss! Heilung! Nice! Die Greifen sind echt schlimm. Ich heile bevorzugt mal unseren Priester, ne? Autsch. So, Sunny hört auf zu weinen. Super. Bin es verdächtig, dass gerade unser Teufel am Knatschen war. Hat nicht genügend Leuten Böses getan, deswegen weinte er. Impuls! Das Ding lebt immer noch. So, Padde wird gewarnt. War sinnfrei, wird getröstet. Ich kriege auf die Nase und werde auch nochmal getröstet. So, und er macht den frechen Piekser. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Greifen bezwungen. Und es gab auch richtig viel Erfahrung. Aber keine Technik für mich. Und 340 Gold kann man auch nicht nein sagen. Oh, hier ist auch noch eine große Kiste. Mit einem Voltaler für Exos. Den kriegst du in Blau. Ich habe mich schon bei ihm entschuldigt, dass er immer aussieht wie eine alte Oma. Ich habe echt gedacht, dass der Priester cooler oben kriegt. So, Sunny will zum x-ten Mal sein Wollkostüm. Und diesmal hat er es auch gekauft. Ja. Schwarz gibt's nicht, also rot. Bläuenwurzeln ohne Ende. Die beste geben wir mal mir. Wisst ihr was? Ich esse auch noch die hier. Oder, die erste, die Padde. Wie steht Sunny dazu? Es geht. Der Priester müsste eigentlich auch mal geboostet werden. Und er findet es unglaublich lecker, das Superfood. Okay, ich hab's nicht verschwendet. Ich sehe nicht mehr, wo die Gesichter sind. Eins ist da links neben den Quizfreak. Das weiß ich. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Ich bin noch hier. Knuddel mich. Und wieder wurden Gesichter gestohlen. Was hat der dunkle Fürst bloß damit vor? Wir müssen es herausfinden. Genau, verfolgen wir den dunklen Fürsten. Ja! Autsch. Ich glaube, ich habe mir was gezerrt. Ja. Das tue ich fast jeden Tag. Warum sieht der Weg auch wieder so ellenlang aus? Padde wurde aufgelevelt, hat aber nichts bekommen.
Weiter geht's. Oh, 4 Skorpione. Ich glaube, es war Exos. Einfach mal ausprobieren. Ich mache einfach gleich noch einmal Mietzimitzi mit ihm, dann hat er wenigstens eine Forscherstufe. Obwohl, Padde braucht das eigentlich auch gerade. Padde, was magische Angriffe angeht, bist du richtig gut. Das Problem ist, du verbrauchst das auch richtig gut, die MP. Kiste, Spielscheine. Ich habe auf Geld gehofft. Hier riecht was gut. Exos kann vor jetzt kaum noch klar denken. Oh! Epona schläft. Holen wir uns gemeinsam aus. Das war ein Kaktus! Wie kannst du den Epona mit einem Kaktus verwechseln? Es war ein Kaktus. Und Epona guckt ihn noch verdutzt an. Exos, was machst du denn? Verwechselt er unser Pferd erstmal mit einem Kaktus. Der Schädelpiekser ist gut zu gewinnen. Aber es wird ein MP-Bonbon. Diesmal wurde es der Schädelpiekser. Das letzte Ticket hebe ich mir auf für so eine Ultra-Chance. Weil ich habe nur noch eins. So, Sunny, endlich hast du deinen Schädelpiekser. Und auf zum Chris Freak. Na dann, sonst. Ich werde wieder eine schlechte Zeit haben. Los auf eine Runde Allgemeinwissen. Was ist mein Job? Ich habe nicht gelesen. Allgemeinwissen. Es gibt 3 Fragen. Fangen wir an. Frage 1. Welche Klasse verwendet den Sprunghieb? Der Krieger. Frage Nummer 2. Was steckt in den Höckern des Kamels? Wasser. War es nicht Wasser? Ich dachte, das waren wassergefüllte Säcke beim Kamel. Ich habe wenigstens eine HP-Banane dafür bekommen. Ist jetzt auch nicht weiter tragisch. So. Ich würde mal sagen, wir machen die Pyramide, wenn als letztes und holen jetzt erstmal nur die Gesichter, die draußen sind. Oh, 2 Grünplanks und 3er Paktusse. Einmal kurz Mietzimätzchen bei Padde, damit hier eine Feuerstufe drauf kommt. Ah ne, braucht noch einen. Aber ging ja auch so. Und Geld, bitte. Ich habe auf Geld gehofft, ich wusste es nicht. Es wird dünkel. Dunkel. Warum habe ich so Probleme manchmal mit deutscher Sprache? Wir sollten ein paar Sterne anschauen. Die Sterne sind wunderschön. Oh, eine Sternschnuppe. Manchmal werden Wünsche wahr. Was ist dein Begehr? Geld! Warum sollte ich einen Gegner haben wollen? Ich hoffe, unsere Wünsche werden wahr. Was zum alles in der Welt? Ein Geschenk für eine Sternschnuppe. Vielleicht gibt es irgendeinen Spezialgegner, den man nur bei der Sternschnuppe haben kann. Wünsche werden also wirklich wahr. Und dann kam der Morgen. Los geht's, ein neuer Tag wartet auf uns. Der Priester lobt den Teufel. Wow! Der Schreckskorpion hat Exos one-hitted. Okay, ich muss mir merken, dieser Skorpion, der kann one-hitten. Also der Große. Der ist richtig schlimm. Ich greife den Linken an, weil der Rechte gerade angegriffen hat.
Ach du Kacke. Okay, die sind viel gefährlicher, als man denkt. Okay, ich habe gelobt richtig viel Schaden rausgehauen. Aber dass die One-Hitten können, das wusste ich halt echt nicht. Ein Brief. Heute ist mein Faulenzer-Tag, so wie eigentlich jeden Tag. Tja. Wieder 3 Ausflugstickets. Wer braucht Freundschaft? Oh, ich habe Exos nicht in mein Zimmer getan. Upsen. Entschuldigung. Ein Dämonenkostüm. Also bei der Chance sage ich doch ja. Und genau jetzt wird das Luxusticket. Ja, komm, Exos. Weißt du, jetzt, wo ich es hätte verkaufen können, ne? Ich werde nichts sagen, aber es bringt mir halt wirklich mehr, das Drecksticket zu verkaufen, als wenn ich es wirklich nutze. Auch ein interessantes Gespräch. Für einen Film sehen wir uns eigentlich an. Ein mit Überlänge. Muss das sein? Scheint ein sehr interessanter Film zu sein. Wir sind alle alte Opas geworden. Endlich vorbei. Der Film war echt lang. Sunny ist eingeschlafen. War bloß ein Traum. Tja, wir sind halt alle alt geworden, als wir im Kino waren. Weil es dann mal lang, wenn man eine Zeit ist dafür. Bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Hey, hör auf mich nachzuahmen. Hey, hör auf mich nachzuahmen. Warum ahmst du mich nach? Warum ahmst du mich nach? Weil du so ein toller Hecht bist. Hättest du wohl gerne. Tja, da hat er ihn wohl geprankt, ne? Hat ihn auch minded. 600 Leute. Der HP-Steuer macht jetzt 140 und der HP-Steuer 50. Der HP-Steuer hat einen echt guten Boost gerade bekommen. Hey, Pona. Oh, da hat hier aber jemand schlechte Laune. Wie wär's mit einem Leckerli? Ja, damit kann ich die Pona immer überredet. Stufe 13. Irgendwann rastet die Freundschaft mit dem Pferd auch noch aus. So. Endlich wird der Exos auch mal wieder ein Talar, das aussieht wie eine Priesterrobe. Auch wenn ich den Pinguin richtig geil fand. Also... Pinguin war bisher das Beste überhaupt. Nices Dämonenkostüm, Sunny. Sieht wirklich nice aus. Okay, in Rot. Los geht's. Es geht doch nichts über einen kleinen Sprint. Wem einem das Gesicht gestohlen wird. Was meinst du, wie sich das anfühlt? Zunächst kitzelt es etwas. Dann ist es plötzlich schwer zu atmen. Und dein Kopf fühlt sich ganz leer an. Und am Schluss fühlst du dich ganz gleich wie eine Wolke im Sommer. Wow. Woher weißt du das? Habe ich mir ausgedacht. War ja klar. Nicht anders zu erwarten von unserem Priester. Oh, mein anderer Kaktus, der Pisactus. Okay, ich mache erstmal den Dreier Paktus weg, ne? Pam. Der kann mehrere treffen. Weiß nicht, ob die Kleinen das auch können. Das war absolut nötig, Paddel. Okay, die halten was aus.
Ah, der wurde gebufft. Schade, wir werden nicht erfahren, was der Pisactus kann. Selbst wenn ich ihn jetzt leben lassen würde. Oh Gott. Gelobt mit dem Pferd noch zutreten, das tut auch immer weh. Wir haben aber den besseren Kaktussaft dadurch bekommen. Oh, Padda hat auch mal dieses Event. Yes. Warte, kein Feuer zu klar. Komm noch klar denken. Oh, ist das etwa... Yippie, ein gemütlicher Stuhl zum Ausruhen. Nein, das ist ein Kaktus. Ah! Mir hatte die Kaktus-Akupunktur damals gefallen, aber irgendwie alle anderen mögen den Kaktus nicht. Ich muss hier zweimal durch. Eine Kiste mit Geld. Sagt man doch nicht nein. Sani hat ein Geschenk gekauft. Diesmal für den Forscher. Endlich mal nicht für den Priester. Eine Puppe von Sunny. Das ist toll. Padde freut sich. Ja, man sieht. Padde freut sich. Exos ist eifersüchtig, weil er mal kein Geschenk bekommen hat. Oje, Exos mag Padde und hat's gesehen. Exos ist eifersüchtig auf Sunny. Der gibt dir doch andauernd Geschenke und jetzt bist du auch noch eifersüchtig auf ihn. So, was ist jetzt unten? Eine Kiste mit Spielschein. Ich kann wieder zocken. Pferdchen sucht nach mir. Ich muss hin. Morgen, Epona. Oh, ich bin hingefallen. Du bist aber gut gelaunt heute. Endlich mal was Neues nach 10.000 Jahren. Oh, wir könnten ein Komfortticket gewinnen und verkaufen. Oder wir kriegen eine großzügige Portion Erfahrung. Oh, das Unwahrscheinlichste. Ein MP-Bonbon. Wieso habe ich so ein Pech und kriege zweimal das Niedrigste? Ich gebe jetzt einfach alle drei Tickets hier aus. Ich kriege zumindest Erfahrung. Level 10 für Shining. Katzen der Krallen gelernt. Katze, Gegner zweimal, das tut gleich doppelt weh. Oh, ich kann jetzt mehr Schaden austeilen. Einmal so doppelt reinprügeln. Los geht's. Hab ich mal Gold gesagt? Nee, ich nicht. Was war das? Das war doch gerade irgendein Geräusch. Ich hab's auch gehört. Es klang wie ein langes, tiefes Knurren. Das war bestimmt ein super gruseliges Monster. Pass bloß auf. Das war mein Magen. Ich hatte heute keine Zeit mehr fürs Frühstück. Wow, schon wieder? Och, Padde. Denk doch das nächste Mal an dein Frühstück. Oh nein, nicht diese Fallen schon wieder. Venus-Mie-Falle. Ich will nicht wieder gegessen werden. So, kratzende Kralle auf einen Jadefalter. Genau. Neue Technik, kratzende Krallen. Stehe dir bei, ich kriege auch noch Hilfe. Oh, ich habe zwei Leute verprügelt. Endlich mal was für mehrere Gegner. Auch wenn es nur zwei sind. So, und die anderen werden einfach weggenietet. Für Schaden ich halt auch mittlerweile mache. Ist einfach unglaublich. Kannibalentee bekommen. Hm. Shining, warte. Hier für dich. Oh, danke schön. Danke für das MP-Bonbon. Sogar noch mal eine Freundesstufe oben drauf. Und unser erster Boss in dieser Welt hier. Ich will das gar nicht. Oh, eine dicke, fette Kobra. Rein auf den Bauch, oder? Riesbert Kobra. Ein Kobra-Boss.
Ich weiß, ich habe das Pferd zur Verfügung, aber ich mache lieber Krallenwetzen. Impuls! Zwei Leute helfen ihm. Das wird wehtun. Warte, blinkt woanders hin. Vorsicht! Daneben. Ha! Ich blicke aber auch woanders hin. Werd gewarnt und es hat geholfen. Danke, Exo. Oh, meine neue Technik von Sunny. Süßes Geflüster. Kobra hat die Entdeckung vernachlässigt. Ich habe die Krallen gewechselt. Oh Gott, das wird jetzt wehtun, oder? Ach du Kacke, habe ich viel Schaden gemacht. Also man macht auch mal generell mehr Schaden, wenn der abgelenkt ist. Junge, wir haben ihn einfach so schnell gefinisht. Das ist abnormal. Stell dir mal vor, ich wäre auch noch gelobt gewesen. Ich hätte komplett weggereckt. Ich hätte 200 Schaden wahrscheinlich gemacht. Und mein nächster Trick. Ich werde jetzt Shining imitieren. Was? Shiny, Shining sagt bye. Fast wie echt. Gemein. Jetzt könnten die sich wenigstens gegenseitig opfern. Habt ihr verdient. Die anderen Gesichter werde ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal retten. Aber jetzt kriegt erstmal er sein Gesicht wieder. Puh. Hörst du mir überhaupt zu? Ach, hör doch auf. Musst du etwa schon wieder nörgeln? Als Monster hatte ich ein besseres Leben. Oh Gott. Aber danke für deine Hilfe. Das hier ist eine kleine Belohnung. Wie schlimm ist denn eure Beziehung? Wenn ihr so sehr streitet, solltet ihr vielleicht Schluss machen. Ist ja nicht gesund. Ja, beim nächsten Mal würde ich dann hier in der Höhle dann nochmal gucken, ne? Oder obwohl, ich kann eigentlich die Höhle noch eben schnell machen. Ist hoffentlich nicht sehr viel. Einmal durchgucken, ob sich das jetzt abbiegt. Und dann wissen wir es. Ich hatte den besten Traum aller Zeiten letzte Nacht. Ach ja, wovon hast du denn geträumt? Es hat unaufhörlich Gold geregnet. Dass ich komplett unter Gold begraben war. Ich konnte überhaupt nicht mehr atmen. Das war schrecklich. Ich will nicht wissen, wie ihr dein zweitbester Traum aussieht. Ich liebe es halt zu sterben. Wusstest du doch schon, Sunny. Und alle haben endlich Level 10 erreicht. MP-Sauger gelernt. Absorbiere mentale Energie eines Gegners und verwandle sie in MP. Level up für Exos. Strafendes Licht gelernt. Lass einen Gegner im Licht der Gerechtigkeit verglühen. Endlich hat er mal einen Angriff. Und Level up für Padde. Der kriegt aber keine Fähigkeit. Ich will jetzt Hündchen knuddeln. Oh, Padde will graben. Los, grab. Grab mir einen Schatz aus. Er hat ein wenig Gold ausgegraben. 100 Gold. Wie ich und Padde, ne, Exos gucken, ne? Ey, war super. So, ich und Padde wollen was miteinander besprechen. Er hat mir ein Geschenk gekauft. Mit dem Wollknoll zum Spielen. Ein Konzertflügel. Gar nicht übel. So gucke ich aber nicht. Ich bin begeistert. Naja, von Konzertflügel hätte ich jetzt nicht wirklich was. Oh ja, Exos mag Shining und hat's gesehen. Exos ist eifersüchtig. So, und Padde und Pferdchen wollen noch miteinander reden. Padde macht sauber. Epona hat moralische Unterstützung geleistet. Das sah richtig cool aus, hätte ich es nicht so vorgespult. Okay. Unser Teufel möchte einen Süßkram-Piekser. Los, greif mit deinem Zuckerwattestab an. Ich sag mal nichts dazu. Ich möchte einen Wolkett-Suit endlich.
Hat aber lange gedauert, bis ich den haben wollte. In Blau natürlich. So, und was will unser Paddel? Der will den Wollkittel. Ist gekauft. Wenigstens einer, der sein Zeug kauft. Hopp und los! Unser Priester reitet voran. Ich hätte gerne eine Katze als Haustier. Ach ja? Nein, doch lieber einen Hund. Oh, du solltest da nochmal drüber schlafen. Ja, weil ich eine Katze bin, ne? Dank für den Raid, Akadari. Bin aber auch nicht mehr lang on. Hey, hör mal, Epona. Vielleicht ist mir beim Stall ausmisten etwas ins Heu ins Auge geraten. Da muss ich direkt heulen. Pferdemoor ist wohl nicht so meine Stärke. Ich hab's zumindest versucht. Ich würde gerne mal dieses strafende Licht von Exos sehen. Was jetzt passiert, darüber bin ich auch nicht ganz im Bilde. Gutes Wortspiel. Direkt ein Bild. Velma! Einfach nur ein Bild mit Velma drauf. Den Boss finde ich auch gut. Kratzende Krallen. Machen wir erstmal die Kobras weg. Ich habe sogar genau die Kobras nur getroffen. Okay, Augenblick. Ja, er hat wieder mit seinen Nuckeln eine Fläche drauf geträufelt. Impuls! Ich muss ihn streuen. Ich muss alle streuen. Außer mir. Ich futter einen MP-Bonbon. Hier, den einen Punkt kriegst du. Zack, ouch. Okay, das Bild macht irgendwie keinen Schaden. MP-Bonbon, los! Exos will mir seine neue Technik einfach nicht zeigen. Ihr dürft euch mal eure MP nutzen. Oh, der Angriff ist nicht so toll. Ich lasse mal alles so, wie es ist und wetze mal schon meine Krallen, ne? Oh, er heilt! Er heilt sich selbst. Ich habe vergessen, ich sollte immer den Priester zumindest voll heilen, damit er sich nicht selber heilt. Ja, jetzt machen wir den Schaden. Oh Gott, jetzt wird das Bild sterben, wenn ich dran bin. Einmal sicherheitshalber den Priester voll heilen. Der soll bitte mich heilen, deswegen lasse ich meine MP bzw. HP mal kurz in Ruhe. So, hier. So, jetzt die kratzenden Krallen. Das sollte richtig schön reinzwiebeln. Ich krieg auch noch Hilfe. Oh Gott. Tschüss. Velma wurde vernichtet. Gerettet, hettet. Das war einfach. 180 Bonuserfahrungen. Darf diesmal Sunny haben. Und ein Kunstgebäck. MP-Bonbons verputzt. Genau deswegen habe ich es gegessen. Damit die jetzt effektiver sind. Es sind zwar nur 5 MP, aber es sind 5 MP. Die ich damit heilen kann. Ja, ja, wir machen gleich Schluss. Na, wer hat Lust auf die beste Pferdefliege aller Zeiten? Epona wohl nicht. Ja, hier ein Leckerli. Ja! Schrubb, schrubb, schrubbe die, schrubb, schrubb. Ja! Was mache ich da? Enge Freunde, heute Hü gelernt.
actionreiche Effekte jener Klasse, nur nicht bei automatischen Angriffen. Okay. Hotte Hü würde ich gerne sehen. Perde und ich sind auf einem guten Level. Ich und Exos müssen noch. Ist es schön, dass ihr alle was gekauft haben wollt, ne? Aber ich kann es mir nicht leisten. Sunny will ein Kleidchen tragen. Okay, Sunny. Ich will ein Bengal-Cat-Suit und Exos will ein Brot werden. Mann, manche von den Kostümen sind richtig gut. So, das Kunstgebäck. HP und MP. Lecker. So, hier, gönnt ihr den Deli-Becher und wir haben noch einen Kannibalentee, ne? Ist unser Forscher Kannibale? Nö. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich danke nochmal für den Raid, der da am Ende kam. Wenn es euch gefallen hat, auf Twitch ein Follow da lassen, auf YouTube ein Abo. Ich zeige mich natürlich zum Schluss auch nochmal eben kurz und winke gleich nochmal in die Kamera. Weil jetzt habe ich das Feature ja. Da, ich winke euch nochmal. Bis dann. Tschüss.